Cool. Guten Abend, meine lieben Zocker-Possums. Ich liebe diesen Begriff, wir sollten ihn in Zukunft öfter verwenden. Wir sollten ihn vor allem relativ schnell sichern. Sichern? Ja, patentieren. Ah, ja, gute Idee. Jetzt kommen wieder diese unrasierten Penner und holen ihn uns weg. Pennern. Genau. Ja, also hier mal einen kleinen Vorschlag. Schieß den los. Ich in diese doch sehr intime Runde werfen möchte. Wie wär's, wenn einer von uns, und das könnte ich machen, oder je nachdem, wer, also wenn du es interessant findest, loszieht, weil wir brauchen ja, also ein NPC darf nicht zwangsläufig, aber wir sollten ja zum Beispiel eine Mine finden oder so. Das stimmt. Und dann könnte ich, entweder ich oder du, einfach mit einer kleinen Survival-Ausrüstung losziehen und dann können wir ja mal zumindest die vier Himmelsrichtungen, wenn wir immer in eine Richtung laufen, abgrasen. Wir können auch einfach aufteilen. Ich Norden, du Süden. Ja, das geht auch. Und später Osten, Westen. Ich stimmt, glaub, das würde sogar vielleicht schneller gehen. Ja, eventuell. Kannst du übrigens mal hier oben in den kleinen Garten gucken, den wir jetzt haben. Ich habe gestern schon geerntet. Ach, das ist schön. Und wissen ja alle, was ich für ein wahnsinniger Baumeister bin. Ein Miniaturbaumeister. Einfach nochmal zur Veranschaulichung. Seht ihr das? Ja, jetzt wirkt so, als wenn ich das mich hier voll anbiedern würde. Okay, gut, dann also, was braucht man? Vielleicht wäre es gut, wenn wir unsere beiden Betten mitnehmen. Damit wir uns einfach dann kurz einbuddeln können und schlafen können, wenn es Nacht wird. Gute Idee. Wir werden ja jetzt mal, denke ich, eine Weile weg sein. Bis man halt mal was Interessantes findet, zumindest. Und nimm genug Nahrung mit. Wie viel hast du denn? Ich habe 8 Steaks dabei. 8 Steaks? Ja. Dann nehme ich mal den Rest mit. Wie viel? Was? Ah, ich habe noch einen gekochten Fisch. Wow, den habe ich schon gefressen. Nee, so bin ich nicht. Ich nehme dann gerade ein paar Spitzhacken auch noch mit. Wieso habe ich eigentlich keine mehr? Keine Ahnung. Also ich habe eine Diamantspitzhacke. Echt jetzt? Wir können erstmal gleich schlafen, weil es wird gerade Nacht. Okay. Ja, ich musste ja das Obsidian abbauen und die habe ich dann gleich behalten. Man kann noch nicht schlafen. Bin aber schon müde. Also ich liege jetzt schon mal entspann dich einfach. Alles klar. Ich baue noch kurz hier. Ich glaube, du musst deine Box ein bisschen leiser machen, ich höre mich. Du hörst dich? Ja. Kann aber nicht sein. Ist aber so. Sag nochmal was. Hallo, hallo? Nein, achso, dann hörst du dich wieder über meine Kopfhörer. Warte, dann mache ich TeamSpeak ein bisschen leiser. Meine Güte. Sag jetzt nochmal was. Hallo, hallo? Hörst du dich immer noch? Nein. Mach dich trotzdem noch ein bisschen leiser. Ich glaube, ausgelöst hat's, aber gehört habe ich mich nicht. So, ja gut, dann haben wir ja, glaube ich, alles. Oder ich. Mein Gott, hast du das gehört? Was? Da ist ein Zombieschwein bei uns. Echt? Zumindest höre ich's. Ja? Da ist es. Machen wir einfach schnell. Komm, bringen wir es um. Nein. Warum denn? Weil beim letzten Mal waren die dann auch ziemlich kiebig auf uns, und zwar alle. Ach. Das riskiere ich nicht. Ja, das stimmt. So, auf jeden Fall haben wir jetzt unser Hausschwein. Ich werde jetzt einfach mal Richtung Sonnenaufgang laufen. Okay, dann laufe ich Richtung Sonnenuntergang. Klingt ja erstmal logisch. Macht voll Sinn. Was suchen wir jetzt? Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Ich werde lieber mal mir die Koordinaten aufschreiben. Ich vertraue mir nicht. Hier, wo haben wir denn hier was zu schreiben? Da hat er an alles gedacht, aber nichts zu schreiben. Da, jetzt habe ich hier was zu schreiben. Digga, nach was suchen wir denn jetzt eigentlich? Ich habe es vergessen. Entweder ein NPC-Dorf oder... Ach, oder eine krasse Mine. Ich erinnere mich. Oder hat natürlich ein Stronghold. Hatte ich sowas nicht schon gefunden? Hatte ich nicht? Nein, ich glaube, das war ein anderer Server. Vergiss es. Du
WTF? Ich bin jetzt erstmal auf ein beilebendes Skelett gestoßen gerade. Cool. Oh, wenn wir gerade hier, also wir können ja jetzt ein bisschen off-topic labern, aber bevor wir damit anfangen, möchte ich kurz einen Dank aussprechen. Und zwar an den Herrn Sascha Ende. Er unterhält die Homepage Ende TV und er ist der Sponsor, der unfreiwillige Sponsor, der ganzen Musik, die hier während des Let's Plays läuft. Er ist der Mäzen. Richtig. Und ja genau, guckt euch die Seite mal an. Hat auch einen Facebook-Auftritt und er macht halt GEMA-freie, kostenlose Musik. Grundlegend für jedermann, kann man sich einfach mal durch sein Repertoire durchsuchen und zu den verschiedensten Stimmungen eine passende Musik rausfinden. Gerade eben für andere YouTuber ist das, denke ich, ganz interessant. Weil, naja, ihr habt sicher schon gesehen, dass nicht alle unsere Videos Werbung bringen. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht gerne vor jedes Video Werbung knallen würden, sondern es liegt einfach daran, dass YouTube der Meinung ist, dass in diesen Videos Musik oder Bild von anderen Besitzern untergebracht ist, auch wenn wir es teilweise nicht verstehen können. Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass alles, was wir aufnehmen, eigentlich fremde Besitzer hat. Ja, schon, aber... ja. Let's Play ist ja nochmal eine andere Sache und wir werden wirklich... wir werden ja nicht wegen, was weiß ich, weil wir jetzt von Mojang Inhalte hier verwenden, fertig gemacht, sondern... Ach, hier hattest du diesen einen Wüsten-Dungeon entdeckt. Ja, genau. Okay, dann gehe ich mal weiter. Also wir werden ja nicht von Mojang verknackt. Halt, Moment. Du bist jetzt Richtung Sonnenuntergang gelaufen. Ja. Ich bin gerade vorhin aber nicht Richtung Sonnenuntergang gelaufen, als ich den gefunden habe. Vielleicht hast du noch einen anderen gefunden. Geh mal rein und guck, ob in der Mitte, in der Haupthalle, ein Loch im Boden ist. Wenn ja, dann habe ich das gegraben, dann bist du im selben. Wenn nein, dann hast du tatsächlich noch einen gefunden. Hier ist ein Zombie-Spawner, auf dem ein Stück Sand liegt. Nee, das war ich nicht. Na toll. Hier ist eine Truhe, Tatsache. Warte. Wut! Zwei Brote, drei Eimer und ein verzaubertes Buch Fire Protection 2. Geil. Das ist echt ein Lauf, den wir hier haben. Wahnsinn. Ja. Also dann baue ich mal den Spawner ab. Das braucht ja keine Sau. Ach, jetzt komm. Vielleicht wollen wir da mal Erfahrungspunkte farmen. Nein. Der war einfach hier freigelegt. Genau, also ein Beispiel hier für GEMA. GEMA steht im Weg. Mein erstes Bioshock-Let's Play, gerade die erste Folge, die enthält so einen kurzen Ausschnitt von Beyond the Sea. Ich werde es nicht summen, weil sonst auch wieder... ne? Ihr versteht uns. Ja, Matthias summt sehr, sehr gut. Das ist immer ein Problem in unseren Videos. Genau. Und ja, dann kam halt direkt die Meldung hier, das Video enthält eventuell urheberrechtlich geschütztes Material. Ja, grundlegend habe ich dann Einspruch dagegen erhoben. Die Möglichkeit hat man nämlich auf YouTube und habe halt gesagt, Leute, im Rahmen der Berichterstattung ist es eigentlich völlig okay, was ich hier mache. Würdet ihr mir bitte die Rechte geben? Und tatsächlich ist es so, dass alle Besitzer des Musikstücks, das sind 6 Stück, warum auch immer, 5 von den 6 haben gesagt, ja, ist okay, darf sie benutzen, kein Problem. Und einer hat sich schräg gestellt und das war tatsächlich Sony Music Entertainment, die gesagt haben, Digga, unsers, Finger weg. Tja, und ja. Dann musste ich halt, für alle, die es gesehen haben, einen Cut an der Stelle machen und habe halt tatsächlich den Teil mit Musik rausgeschnitten. Deshalb heißt das Video auch GEMA-konforme Version, für alle, die sich schon gewundert haben. Genau. Ja, also Computerspiele darf man schon eigentlich immer auf YouTube stellen. Ist ja auch immer eine schöne Werbung für die jeweiligen Spielehersteller. Solange man es nicht in der Luft zerreißt. Richtig. Wobei ein Servermann hat ja auch mal gesagt, jede Werbung ist gute Werbung. Aber ja, bei Musik
stellen sie sich da schon manchmal ein bisschen eckig an. Wobei ich da, also, ja, ich weiß nicht, also gut, GEMA wird sowieso ziemlich gebasht hier. Zu großen Teilen zurecht, wie ich finde. Aber vor allem, wenn wir jetzt halt zum Beispiel YouTube-Videos hochladen, jetzt sind zum Beispiel in dem Bioshock-Video, das juckt doch da eigentlich keine Sau, ob da dieses Lied kommt. Vor allem, soweit ich das weiß, ist es ja urheberrechtlich geschützt. Also die Rechte werden ja deswegen geschützt, weil dass du zum Beispiel nicht das Lied einfach in YouTube hochladen kannst und Leute dadurch zum Beispiel iTunes oder so umgehen. Richtig, beziehungsweise und noch in diesem Bioshock-Ding, da kommt es ja nicht mal das komplette Lied. Also 30 Sekunden oder so, wie lang war das? Weniger, deutlich weniger. 10 Sekunden vielleicht, wo da dieses Lied läuft, also, ja. Ich möchte übrigens kurz, um wieder zum Thema zu kommen, ich hab ne Mine. Voll geil. Ich laufe jetzt die ganze Zeit durch eine Wüste. Oh, was ist da hinten? Nee. Also ich habe noch nichts Aufregenderes gefunden, aber immerhin ja schon Fire Protection 2, das wird uns richtig gut im Nether helfen. Oh ja. Ja, also um mal wieder Gronkh zu zitieren, wird geil. Wird richtig geil. Wird richtig geil. Gut, ich komme aus der Wüste gerade raus. Bin jetzt schon gerade mal 400 Meter gelaufen. Alter. Oh, und ich bin, glaube ich, in meinem Lieblingsbiom angekommen, Extreme Hills. Alter. Was, Alter? Alter. Ich bastle hier gerade in meinem Inventar rum, plötzlich steht ein Creeper vor mir. Oh. Nicht schön. Ich habe Schweine gefunden. Cool. Ja, bringt nur noch nichts. Nee. Und einen Wüstenbrunnen. Deshalb sage ich das cool mit einer gewissen Ironie. Zurückhaltung. Also hier ist jetzt gerade ein Dschungel und Extreme Hills. Also wenn unser Lauf wirklich der Lauf ist, The Run, ja, dann sollte ich jetzt da drin einen Dschungeltempel finden, in dem ich gleich einen Sattel finde und direkt daneben ein NPC-Dorf, in dem ich mir Karotten hole. Und dann gleich mit einem Schwein angeritten kommen, oder? Auf jeden Fall. Also alles andere würde ich sofort resetten. Wir wählen lieber den Freitod, als so einen Drecksrun auszuprobieren. Kakteen braucht er nicht, ne? Nee, nicht unbedingt. Das heißt, wir wollen mal eine Monsterfalle bauen. Da bin ich auch. Da will ich echt mal was Cooles bauen. Also gerade so, weiß ja noch, ich will unbedingt mal wieder was Gescheites mit Redstone bauen. Ich habe mir echt überlegt, man könnte sich so eine richtig coole Monsterfalle zusammenbasteln, die Monster halt anspült, also auch aus einem größeren Bereich herspült. Anspülen klingt nach einer besonders widerlichen Art zu sterben. Und, oder angespült. Rausgespült. Wahnsinn. Ja, Man in Black.